Hallöchen, liebe Leute, da sind wir wieder bei Ancestors Humankind Odyssey und an derselben Stelle, selber Ort. Ein Krokodil. Ich möchte hier auch nicht so viel, ja, angeln werde ich hier bestimmt nicht. Da könnt davon ausgehen, es sei denn, ich bin natürlich ein Mensch schon, oder dann würde ich vielleicht noch angeln, aber so nicht. Wir hatten einen Affen. Kann ich die nicht rufen? Geh mal da weg, da raus hier, Mensch. Was? Ach, super. I'm in panic, ich kann nichts mehr machen. Ich wollte ja nur helfen. Ach so. Hysterie, ja super. Was? Okay, Dopamin niedrig. Wie kriege ich das wieder hoch? Ach guck mal, der hat sogar noch die Sachen in der Hand behalten. Ja, falls ihr noch ein paar Ideen habt oder sowas, schmeißt mir gerne in die Kommentare. Müsste mal gucken, dass ich eine neue Kolonie irgendwie erwische oder so. Ach, guck mal, da ist das mit Dopamin wert. Ach so. Die Pflanze haut das Dopamin wieder hoch. Was ich noch testen wollte, genau. Nur ein Stein, ja. Ne? Außerdem muss der pennen. Ist ja schon wieder spät. Nee, geht nicht. Hat er es jetzt fallen lassen? So aus, ne? Der Schlafplatz ist da vorne. Ne, hier ist auch noch einer. Genau. Was ist eigentlich mit Expedition beenden? Ich verstehe es nicht. Ist egal. Das probiere ich gleich mal aus. So, Formerkennung haben wir erlernt. Automatische Erkennung aller Ressourcen derselben Art in der Nähe des Zielobjekts möglich. Das ist natürlich sehr gut, das was ich gerade eben angesprochen habe, ne? Wunderbar. Dann kann ich den ja auch noch machen, da ich den ja auch... Ja, geht. Hallo? Anscheinend nicht ganz. Aha, die Fähigkeit, einen Gegenstand beim Bewegen mit beiden Händen zu tragen, ist erworben. Super, das habe ich aber noch nicht rausgefunden, wie. Ja, das kann ich wohl nicht... nutzen. Kann ich dann irgendwie... Kannst du mal irgendwie bitte... Ich weiß nicht, wie man bei Generationen reinkommt. Ach, ich kann nur zwei Stück mitnehmen. Das heißt, wenn ich so mache... Das hier sind ja dann schon wieder vier. Wenn ich aber das hier... alles wegmache und dann das hier.
Da brauche ich mehr. Und so könnte ich dann Generationenwechsel machen. Also ich würde das ja nochmal machen, aber die Punkte. Ich muss mal testen, ob ich jetzt noch mehr Punkte kriege. Nein, lass mich drum. Geh weg. Genau. Geh mal schlafen. Wir haben schon 12 Uhr durch, ey. Die Generationenwechsel machen wir die Tage, Mann. Träum schon von Pferden hier. Ziegen. Oh. Wasser, Nahrung. Brauchen wir alles. So, dürfte erstmal genug Wasser sein. Können wir da irgendwas zu essen rumflattern? Ach, guck mal, wer da ist. Wohl auch in voller Panik weg abgehauen, wa? Warte mal, kann ich denn... Ich hab doch... Ist das meine Partnerin hier? Komm mal mit, mein Fräulein. Wollen wir was testen? Ne, irgendwie. Wahrscheinlich, weil ich schon zwei Kinder habe. Also ich habe mal gesehen, man kann sich auch paaren mit seinen. Ach, das ist ja keine Sie. Das bleibt, dann bleibt er hier. Wo ist mein, meine Schlüpfrige? Klar, rufen nutzen wohl nicht so viel. So, gehen wir nochmal zurück. Mit die Granitsteine nämlich gerne. Das Wettersystem hört sich echt geil an hier. Gucken, ob das so geht. Alter. Was geht denn mit dir? Nein, lass fallen. So, wir haben zwei davon. Er hat ein bisschen zu viel Kraft, der Junge, wa? Ich mach das doch immer bei Grün. Warum geht das denn nicht mehr? Ich verstehe es nicht mehr.
Was blinkt hier bei Evolution? Kann das sein? Ich denke mal, ich muss einen Evolutionssprung machen. Dabei habe ich ja noch nicht alles erlebt. Ich würde mal echt einen Evolutionssprung machen. Wieso kann ich eigentlich nie einen Evolutionssprung machen? Oder eher gesagt, nie wechseln. Hier oben das Generation und Evolution. Zwei Geburten, ein Tod. Okay, Leistung 4%. Nur wow. Dann mache ich doch noch keinen. Erforschen. Aber ich habe ja noch nicht mal die annähernd so viele erforscht. Geburt eines Kartografen. Eins mit dem Universum. Ach, guck an. Super. Hier fehlen Verbindungen. Okay. Nein, geh raus da, Mensch. Das heißt, wenn ich mich mit dem grabbel... Single-männlich. Könnte ja mal schwul werden. Nein, Quatsch, mal nicht. Nein, auch nicht. Hör auf damit. Stege. Freut sich aber jemand? Paargebilder, das ist ein Mann, hallo? Das ist scheiße. Wo sind die anderen alle? Bleib mal zu Hause, Chef. Wo kann ich eigentlich den Affen ändern, dass ich gerne mit dem spielen könnte, würde? Tatsache. Wow, geht ja sogar. Weil der kann dann nämlich die Kinder hüten und ich latsche mit dem mal eben los. Ach nee, warte mal, ich weiß, man kriegt erst nur die neuronale Energie, wenn man, wenn man mit den Kindern rumläuft. Hallo? Hinlegen? Konnte man nicht gerade eben? Ah, Kind absetzen. Baby mit spontaner genetischer Mutation. Kommunikation. Aha. Mutter Gore, Vater Naff. Verwandt. Diese spontane genetische Mutation wird aufgedeckt werden, wenn das Baby das Erwachsenenalter erreicht hat. Okay. Das ist interessant. Kann ich das andere Baby auch mal vom Körper werfen? Warte mal, ich kann... hinlegen und Kind absetzen. Noch eins mit Mutation. Das ist doch mal schön. Stoffwechsel. So, nehme ich mal den hier. Der scheint aber auch nicht fitter zu sein. Also das heißt, ich muss Generationswechsel machen, damit die erwachsen werden? Anders? Oh,
Boah, ich habe das Spiel seit es raus ist irgendwie und noch nie gespielt, richtig. Nur einmal kurz angetestet. Ach, das ist die Kokosnuss, stimmt. Single fruchtbar da unten. Na, warte mal, die wollte ich doch direkt. Kann ich die. Reg sie mir ein, dann hole ich mir die mal ran hier. Die Maus. Und die, Kokosnüsse wollte ich mir nochmal ranholen. So, komm mal mit. Ich hab Lust. Und die. Boah, Alter. Was macht der da oben eigentlich? Den hol ich mir auch noch ran. Also, der ist nämlich, glaube ich, ein bisschen verwirrt, der arme Kerl. Aber ich möchte erstmal mit ihr was hier anstellen. Wo ist er denn? Ach, da. Komm mal rüber. Leckerchen. Möchte ich dich mal ein bisschen näher betrachten. pflegen. Was hat er denn jetzt? Oh, Entschuldigung. Kannst du gut? Komm her, Schnubbel. Hinlegen? Nee, das Kind geht irgendwie nicht. Partner rufen, okay. Jetzt geht das mit Kinder weg. Oh, Paaren, Hallöchen. Neue Schwangerschaft. Hey, ich bin gut. Oh, jetzt habe ich Gebären gemacht. Oh, habe ich jetzt Evolution gemacht oder was? Ja, ein neues Baby! Wo bin ich hier? Ach da. Wo ist
mein Kind hier, das linke, oder? Was bin ich denn für einer? Ich weiß gar nicht, wer ich bin. Kannst du die mal richtig an der Dingsen hier? Danke. Kann ich drei nehmen? Nee. Nee, bleib mal hier. Dass du den anderen spielen. So, habe ich jetzt außerdem einen Evolutionssprung gemacht? Warte mal. Muss ich doch mal eben kurz hinlegen. Oh, rote sogar. Aha. Das ist ja mal was. Jetzt müsste ich mal was testen. Generation. Jetzt haben wir 5 Punkte, nämlich. Zack. So, ich möchte aber nicht. Was habe ich denn hier? Können wir später nochmal nehmen. Was haben wir hier? Sinne. Na, das würde ich schon behalten. Auch. Also wir bräuchten normalerweise 12 Punkte, um alle zu befestigen, also alle zu festigen. Und da werde ich jetzt noch mal ein bisschen loslatschen und ein paar Pünktchen sammeln gehen und dann schauen wir mal. Ich würde zwar am liebsten gerne ohne die Kinder machen, aber ne? Ach, guck an! Dornenstrauch. Und was für ein Werkzeug ist das? Guck mal, die ganzen 15 Monate ist er erschöpft geworden. Geschicklichkeit. Das ist sehr gut. Ich weiß trotzdem nicht, was man damit machen kann. Ist natürlich auch kein Stein mehr. Ah. Verändern. Nö, irgendwie kann man da nichts mitmachen. Ich habe keine Ahnung. Gut, was ich nochmal in der Hand habe. Na gut, dann eben nicht. Zur Verpflegung. Was ist jetzt mit euch los? Warum seid ihr so? Ach so.
So, wir wollen mal gucken, was wir jetzt Schönes entdecken können. Ah, da hinten ist noch das, was ich essen wollte, damit ich ein bisschen... Okay, jetzt hat es natürlich aufgehört, war klar. Boah, wegen der Kälte nämlich, ne? Gegen Kälte hilft das. Super. Warum auch immer. Nö. Na gut. So, kannst du mal die Sicht wieder weiter wegmachen, damit ich was sehe? Intelligenz. Also ich würde ja am liebsten in der Umgebung alles entdecken, ne? Also die ganzen Fragezeichen, die da hinten noch sind. Wie das hier. Das würde ich mir nämlich gerne einprägen und dann werde ich mal losschaukeln und dann dahin. So, wie komme ich da rüber? Da. Bisschen langsam, der alte Mann hier. Hängt auch was, eine Frucht am Bäumchen hier. Nein, 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 ups. Ich will jetzt auch nicht die aussehen, eine falsche Taste drücken oder so, dass ich die ganzen Leute hier rufe. Was haben wir denn da unten? Und vor allem, wo ist das X hin, muss ich da... Ja, komm, mein Freund, mach mal. Dauert alles so lange immer. Ich bin auch hier in der Richtung gegangen, hier. Ach, da ist das. Okay. Das wollte ich ja nicht. Ha. Neue Sehenswürdigkeit, Schwesterbögen. So, mit dieser schönen Aussicht werde ich mich dann von euch verabschieden und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal im Dschungel. Bis dahin, euer Äffchen Bobra. Ciao, ciao.